Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Staxel. Wir haben es jetzt mal aufgehört, haben in der letzten Folge am Haus weitergebaut und bauen gerade das Dach wieder hier ran. Und bisher sieht das echt süß aus mit dem Pink. Also sieht echt cool aus. Bisher mag ich das Haus schon mal mehr als das andere. Das sieht halt aus wie ein Schuppen. Das ist ja einfach nur ein Schuppen. Das Ding ist mini. Aber hey, das ist super. Seien wir ehrlich, das sieht doch schon ganz cool aus. So. Ich sollte da nicht die Ecken auslassen, weil dann kommen da wieder Runde hin. Runde, sage ich schon. Ich meine, geknickte? Keine Ahnung. So. Einmal den Hammer. Schau euch das an. Das sieht doch super aus schon. Frage ist, machen wir noch einen Stock? Also machen wir noch eine Einhöhe? Das Ding ist so mini. Aber das ist super. Ich finde es cool. Also wenn noch alles reinpasst, dann hat sich auf jeden Fall bewiesen, dass kleine Häuser super sind. Tiny Häuser sind eh süß. Also die sind immer cool. Die sind nice. Ich meine, wenn man alleine lebt, ist ja auch so ein Haus an sich. Muss ja nicht groß sein, ne? So. Ich meine, ich habe schon Häuser gesehen, da habe ich mir auch so gedacht, wie soll man darin leben so, aber man vergisst halt auch immer, dass man selber als alleiniger Mensch, wenn man da wirklich alleine wohnt, gar nicht mal so viel Platz braucht. Man braucht halt einfach nur eine kleine Küche, ein kleines Bad und halt ein Zimmer, wo ein Bett und ein Schrank und ein Tisch reinpasst. So, das ist an sich gar nicht mal so viel, was man da so braucht. Ich meine, das ist doch süß, das Haus, oder? Könnt ihr mir doch bestimmt zustimmen. Frage ist jetzt nur, das muss alles rein. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Mal sehen. Denn das sieht jetzt nach viel aus und das ist es wahrscheinlich auch, aber wir nutzen den Platz einfach richtig cool. Wir machen da was Nices draus. Heißt, wir platzieren einfach alles random. Einfach irgendwo hin. Nein, das machen wir nicht. Wir gucken jetzt erstmal, warte mal, können wir das nicht irgendwie anpinnen lassen, was wir brauchen? Weil, ich weiß es nicht. Oder wir holen jetzt etappenmäßig jetzt immer die Sachen. Also erstmal, wir setzen schon mal die Sachen rein, die wir schon mal brauchen, so, die wir schon mal haben. Hier kommt eine Wanne hin. Hier kommt ein Kühlschrank hin. Wer möchte nicht in seiner Küche baden? Das ist bestimmt ein Traum von vielen Menschen. Glaubt mal. Das ist ziemlich cool. So, ich wollte eigentlich nachgucken, was wir noch brauchen. Also, Bett. Okay. Tür brauchen wir auch noch irgendwie. Müssen wir mal gucken, dass wir die noch einbauen. Tisch, Lampe. Also, wir holen jetzt erstmal Lampe, Bett und noch eine Tür. Nee, Lampe und Bett erstmal nur. Obwohl, Tür können wir auch noch eine holen. Also, eine Lampe brauchen wir auch nur. Die brauchen wir auch wirklich nur, weil so viel Licht brauchen wir an diesem kleinen Ding nicht. So, eine Lampe. Haben wir denn hier ein billiges Bett? Ein günstiges, bitte. Oh, 1300. Das nenne ich günstig. Toilette brauchen wir safe auch noch, ne? Aber 1500 für ein Bett finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Das hätte jetzt teurer sein können. Wo soll das überhaupt hin? Oh Gott, das ist ja richtig breit. Ja, es macht den Job. Okay, ich glaube, wir müssen echt einen zweiten Stock machen. Oder halt den Keller, ne? Keller wäre halt wirklich ein bisschen schlauer, habe ich das Gefühl. Bin mir aber unsicher. So, ich wollte eigentlich gucken, ob wir eine Toilette und ein Waschbecken noch brauchen. Wahrscheinlich schon. Gott, ich habe echt nicht gedacht, dass das so viel Platz wegnimmt einfach. Es gab auch kein Eindingsbett. Es gab nur Doppelbetten. Also, Lampe brauchen wir doch noch eine. Müssen wir noch eine holen dazu. Kleiderschrank, Stuhl, Tresensofa, Waschbecken und... Okay, Waschbecken und Toilette holen wir kurz. Und noch eine Lampe. Ja, ich kann mir nicht mehr merken als das. Es tut mir leid, ich muss jetzt immer so etappenweise rumlaufen, weil ich vergesse es sonst immer. So, Waschbecken, Toilette. Es wird alles nicht passen. Wir machen einfach die Toilette in den Keller, okay. Machen einfach die Toilette am Ende in den Keller rein. Ich will nur mal gucken, ob es jetzt schon so passt. Ich hoffe, es geht überhaupt, dass man den Keller machen kann. Ich hoffe, dass das physikalisch hier erlaubt ist.
So. Ich meine, ist doch gemütlich. Ist doch gemütlich, oder nicht? So lässt sich's doch leben. Ich meine, an sich wäre das wirklich kein Problem in echt. So, wenn man einfach nur was zum Leben braucht, ist das ja an sich okay, würde ich sagen. Warte mal, mir ist gerade eine brillante Idee gekommen, die bestimmt richtig scheiße aussehen wird, aber eine Idee wäre. Und zwar, was ist, wenn wir jetzt hier einen zweiten Stock raufbauen noch? Wäre dann ein bisschen schmaler, aber nur für die Toilette oder so, wäre das bestimmt okay. Lass mich mal gucken, wie das aussieht. Ist hier dann einfach so? Und dann bauen wir halt hoch. Dann machen wir hier diese Balken wieder hin. Die hier. 1, 2, 3. Ich glaube, höher als 3 brauchen wir das auch gar nicht machen, ne? Wohl, vielleicht doch. Hey, hier kommt ja noch ein Dach auf. Sonst sieht das nachher zu hoch schon wieder aus. So. Mal gucken, vielleicht wäre das eine Lösung. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, aber Len, die Treppe, die wird doch zu breit sein. Und jetzt kommen wir gleich zu meiner brillanten Idee. Und zwar machen wir einfach noch eine Tür draußen hin. Und wenn man auf die Toilette möchte, muss man halt draußen lang gehen einfach. Was haltet ihr davon? Super Idee, oder? Bestimmt nicht total nervig, dass man immer erst rausgehen muss. Ich meine, actually, ist das nicht mal das Hässlichste, was ich bisher gebaut habe? Ich finde das andere Haus um Mengen hässlicher. So. Okay. Gehen wir mal kurz hier hoch. Ich platziere mal hier eine Treppe. Und bauen erst einmal... Ja, pass auf, wir bauen erstmal außenrum. Ich meine, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet, dass wir das jetzt so machen. Mir bleibt jetzt nicht wirklich was anderes übrig. Wie gesagt, wir hätten auch einen Keller machen können, aber ich finde einen Keller... Ich habe zu der Angst, dass das alles ineinander zusammen crasht, wenn wir einen Keller machen. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst davor. Aber ich meine, dass so geht das an sich auch hier. Das sieht bestimmt ganz, ganz okay aus. Und falls nicht, naja, dann bin ich halt der Bekannte aus diesem Dorf, der Kackhäuser baut. Aber ich habe bisher auch noch keine gute Bezahlung dafür. Das sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Das geht ja voll klar für dich. Also ist klar, ist jetzt nicht das hübscheste Bauwerk, das man je gesehen hat, ne? Dafür werde ich nicht in die Geschichte eingehen, aber das ist jetzt gar nicht mal so, dass ich sagen würde, dass man davon irgendwie erbrechen muss. Und das ist schon was Neues. Das ist schon was Positives. So. Kurz mal hier hoch wollen. Machen wir hier noch einen Stock. Also wenn ihr mich fragt, ist das eine super Idee, die wir hier haben. Oh. Muss auf jeden Fall nochmal ein paar Treppen holen jetzt gleich. Oh. Oh Gott, das ist aber auch ein Weg hier hoch. Pass auf, wir holen erstmal noch neue Treppen. Wir holen erstmal noch neue Treppen. Vielleicht finden wir die Socken auf dem Weg. So. Dann machen wir oben... Nee, warte mal. Oder wollen wir oben das Dings machen? Das Schlafzimmer. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen besser, oder? Ich meine, das wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber ich bin mir unsicher. Oh, warte mal. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch schon mal die Teile hier kaufen. Weil die werden wir noch brauchen. So. Nice. Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich finde mich gerade mit der Idee ab, dass das so aussieht. Das ist auf jeden Fall das kleinste Haus im Dorf dann. Obwohl, das Museum ist klein, aber wo jemand drin wohnt, meine ich. Hey, das ist echt okay, oder? Ich weiß nicht, vielleicht schätze ich mich auch gerade ein bisschen zu gut an, was das angeht. Vielleicht ist es auch einfach, weil es eine Notlösung ist. So. Ecken wollte ich eigentlich auslassen. Ach. Das ist auch immer blöd bei dem Bausystem. Ich finde das sowohl ganz gut, weil man sich halt nicht verbauen kann so wirklich. Aber dann wiederum verbaut man sich dann doch öfters. Weil man es einfach vergisst zu drehen. So. Oh. Und man fällt natürlich 1000 Mal runter. Das sollte man dann auch nicht vergessen. So. Komm schon. Komm schon. Danke. Wenn das Dach fertig ist, dann gehen wir erstmal schlafen, weil sonst wird es wieder zu dunkel.
Dann erkennt man wieder mal nichts. Ja, aber bisher finde ich die Idee echt okay. So. Okay. Oh. So. Schaue ich das an? Wie findet ihr das? Ich muss sagen, ich finde es ganz okay. Ich würde drin wohnen. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Ich würde drin wohnen. Aber naja. Gut, gehen wir erstmal nach Hause. Nee, ich finde das ehrlich gar nicht mal so schlecht, die Idee. Und wie gesagt, es sieht besser aus als... Davon reden wir nicht. Darüber reden wir gar nicht erst. Den hässlichen Block da hinten. Aber das beweist doch schon mal, dass man sich ein bisschen verbessert hat, wenn man selber mit seinen Werken immer zufriedener wird. Regnet es immer noch? Nice. Es regnet immer noch. Wir haben Sommer, ne? Ja, Sommer gefällt mir bisher ganz gut, wenn es immer regnet. Besser geht's dann eigentlich gar nicht. So, Rahm hat genug Essen. Ich hoffe, die beiden haben auch noch genug. Ich muss mal nachschauen. Die haben nicht mehr genug. Okay. Ja, dann füttern wir die kurz. Oh Mist, wir haben nichts mehr, ne? Sollen wir das erst kaufen gehen? Haben wir hier noch was drinstehen? In meiner Unordnung werde ich es eh nicht finden, also kaufe ich es lieber. Was gibt's hier so? Marktewürfel. Für einen einzigen Dollar? Okay. Was auch immer das ist. Ich wollte es jetzt einfach mal mitnehmen, weil es so günstig ist. Hm. Sieht irgendwie ganz cool aus. So, jetzt holen wir kurz Essen. Und... Ist echt immer blöd, dass wir dann hin und her laufen müssen. Aber sonst vergesse ich das halt, die Hühner zu füttern. Da habe ich keine Lust drauf, sonst kriege ich aber mies eine Schelle. Dann wird sich aber jemand aufregen. Hühnerfutter, hier. Okay. Nice. Dann bringen wir das kurz zu den Hühnern. Dauert aber auch, ey. Leute, ich habe einfach einen Fremden schon wieder gefunden. Hier sind voll oft irgendwelche anderen Leute bei diesem Markt. Und ich habe ein Staxel-Logo gefunden. Das fand ich ziemlich cool. Das können wir an sich an unser Haus ranmachen hier. Das ist ein bisschen riesig, meinst du nicht? Alter, was ist denn das? Ich dachte, das wären so klein einfach nur. Okay. Wie rum muss denn das? So rum, ne? Richtig? Natürlich muss es nicht so rum. Machen wir es nochmal anders. So. Nice. Das sieht doch einladend aus, oder? Naja, gut. Kurz mal mit Rowan reden. Vielleicht hat er wieder irgendwelche Gerüchte. Angeblich hat Emilia ein paar Schwierigkeiten. Okay, gehen wir mal zu Emilia. Wo ist denn die Gute? Da hinten ist sie. Lass mich raten, Brief. Aber zurzeit habe ich immer falsch geraten. Eine Stadt ohne Patisserie ist wie eine Torte ohne Glasur. Lenska, würdest du in Betracht ziehen, mir eine Patisserie zu bauen? Was ist das? Ich kann dir dieses Schild geben, damit du anfangen kannst. Okay. So weiß jeder, wie wir zu finden sind. Was? Das ist irgendein Bug-Ding, ne? Okay. Direkt der nächste Bau. Ich wollte eigentlich an meinem Haus weiterarbeiten irgendwann mal, aber ich glaube, das passiert in den nächsten Jahren erstmal noch nicht. Okay. Gut. Das sieht bisher vielversprechend aus. Oder mehr oder weniger auf jeden Fall. So, pass auf. Jetzt machen wir einen Lifehack. Einfach die Teile. Platzieren die hier. Dann haben wir nämlich nochmal mehr Platz. Und haben davon gar nicht mal genug. Das heißt, wir nehmen noch die Pinken in der Mitte. So. Hier unten machen wir dann Küche und Bad rein. Und hier oben wollte ich dann noch eine Tür hin machen, die nicht reinpassen wird. Mist. Obwohl, doch wird sie. Sie wird reinpassen. Kein Problem. Genau. Und dann platzieren wir das Bett nämlich hier oben rein. Und dann ist irgendwie der ganze Platz auch schon wieder weg, habe ich das Gefühl. Aber ja. Oh, Alter, das nimmt ja wirklich so viel Platz ein. Mein Gott, ey. Naja, müssen wir mit klarkommen, ne? Jeder Platz wird hier genutzt in diesem Haus. Das kann ich auf jeden Fall soweit sagen.
Müssen auf jeden Fall oben dann noch eine Lampe hinpacken. Was brauchen wir denn noch so? Noch eine Tür, die holen wir gleich. Noch ein Tisch. Kleiderschrank. Hey, guck mal, ist ja gar nicht mehr so viel. Das wird reinpassen, Leute. Das wird gehen. Das wird gehen. Ich sag's euch. Das wird ein Banger. Nee, nee, das sehe ich. Das sehe ich auf jeden Fall. So. Brauch noch einen Kleiderschrank, ne? Haben die hier einen günstigen? Modische Küchenspüle, das brauchen wir auch. Ne, die haben keinen anderen. Oh, das hätten wir mal kaufen sollen. Das war schon günstig. Na gut, hätten wir auch. Hätten wir mal abwarten müssen, aber gut. Stuhl brauchen wir auch. Der ist viel zu teuer. Der ist viel zu teuer. Und der hier ist recht. Okay, die anderen Sachen bestellen wir dann einfach, würde ich sagen. Die anderen Sachen bestellen wir einfach. Und ich wollte noch eine Tür holen kurz. Ich wollte noch ganz kurz mal eine Tür holen. So, ich habe mir jetzt einfach eine ganz normale Tür genommen. Weil ich denke, das ist die beste Lösung, damit das hier oben nicht so auffällt. Schau ich das an. So kommt man hier rein. Das ist doch super, oder? Ich meine, an sich ist die Aufgabe schon mal erfüllt dann. Jetzt brauchen wir nur noch einen Tisch, Kleiderschrank, Stuhl und ja, zwei Tresen noch und so. Aber das ist ja easy. Das ist machbar. Hä, schaut mal, wie viel Platz wir hier noch haben. Das ist ja ein Paradies. Das ist doch super. Also das war wirklich unerwartet leicht. Okay, pass auf. Wir merken uns. Tisch, Tresen, Stuhl, Kleiderschrank, Sofa. Und dann bestellen wir die Sachen einfach. Weil, warum nicht? Wir haben jetzt einen Bestellkatalog. Die kommen dann den nächsten Tag an und somit haben wir das dann auch erledigt. Und da haben wir das Haus fertig. Seht ihr mal. Und alles in so einem kleinen Format. Besser geht's gar nicht, oder? So. Stellen wir hier mal. Sofa. Günstiges bitte. Hier ist es besser. Quadratisch oder rundes Sofa? Quadratisch. Stellen. Okay. So, das ist jetzt im Einkaufswagen. Oh, das ist cool gemacht. Dann Tresen. Ne, das ist einfach nur eine Vitrine. Ja gut, dann müssen wir nochmal gucken, dass wir da... Modischer Küchentresen. Ja, die würden gehen. Zweimal, bitte. Und... Dann wollten wir noch einen Tisch. Machen wir einfach, genau, machen wir einfach so einen Couchtisch. Der nimmt doch schön wenig Platz ein. Und ansonsten war, glaube ich, nichts mehr übrig. Und falls doch, dann bestellen wir das noch. Okay. Beschleunigen. Die Sachen werden dann wahrscheinlich... Ach, die sind schon da. Aber ich würde sagen, wie wir das Haus einrichten, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil... Ne, das wird bestimmt cool. Also lasst eine Bewertung da ab. Noch einen wunderschönen pixeligen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.